Herzlich willkommen zu einem weiteren Folge auf der Karte Marsch. Wir arbeiten weiter mit der Mais einfahren, heißt gut. Da wollen wir abfahren, kurz durch. Wir werden weiterhin Gras aussehen. Da müssen wir ganz kurz neu berechnen lassen. Dazu fahren wir wieder einen Punkt zuvor. Wo wir angefangen haben. Damit wir nicht eine Runde extra fahren müssen. Der Regen hört nicht auf. Aber noch haben wir genug Arbeit. Ich habe hier ein bisschen am Ton gedreht. Ich hoffe, das passt. Nicht so einfach. So, beginnen wir hier vorne an der Ecke. Und dann können wir die Runde rumfahren und zurückfahren und dann den Kurs weiterziehen. So. Und dann werden wir gleich nach vorne hinfahren, da ist alles so aufgefahren. Ne? Langsam. Ja, das halbe geht auch. So, dann kann er arbeiten. Wie kann man die Sache? Wie soll ich durch den Reifen? Ah, die haben wir stehen lassen. Fahren wir den mal auf den Weg, ne? Aber der wird dabei hinterher fahren. Ups, dann war der Wasserhahn weg. Das kurz eingreifen. Und da wird nichts weiter fahren. Ein Meister haben wir noch.
treffe jetzt. Ich will auch noch mal arbeiten, ich mache da ein bisschen sauber. Aber das war normal. So, wir wollten mit nacharbeiten. Und dann nochmal gestartet. Und verdammt nichts. So, wenn wir kurz auf Bild 1 nacharbeiten. Da habt ihr gesehen, ob wir noch nacharbeiten müssen. Bevor wir auf Feld 2 auffliegen. Wie die Ecke zum Beispiel und die Mitte, die Stellen, und gleich. Sauber. Habt ihr die Zeit vergessen? Oh, was Neues. Das ist ja nichts Gutes. Noch eine Ecke ranfahren. Eine Spur weiter. Bald wieder reparieren, wenn wir am Bild noch gleich machen und noch einen Hochzopf dran. So, schön grün. Was wird denn mit den Füßen was ändern? Da wird der Herbst und der Winter einzig halten. Und das Cooling. Das ist so der Herbst. Das ist cool. Wenn wir einen Schnee haben im Winter. Und dann können wir auch natürlich sinnvollerweise Heck gut machen und das verkaufen. Und sind natürlich bessere Preise wie im Sommer, ne? Ja. Die nächste Ecke fahren noch. Alle nur so langsam. Gewitter. Ja, da riecht sich hin, ne? Ist es so. Den man soll ja haben schon gedüngt. Aber gut düngen. War der fertig? Nee. Nö. Also fast. Müssen wir noch Restdüngen machen, ne? Reelle Geräusche und so einfach. Wie drin ist trocken.
Sau, bitte. Die Leute kommen davon nicht zu Hause. Aufregen. Als kräftiger Regen. Gleich mit der Ecke hier. Überlegt man, ob ich 14 kaufe und dann ein großes Feld aufmache. Wir können ja noch ein BGH-Ausbein fahren, ne? Die Lage zum Beispiel. Da wollte ich mal was probieren. Mit Überladewagen. Das sind also zwei. So. Vorne die Ecke noch. Dann haben wir es hier wieder geschafft. Dann müssten wir eigentlich was verkaufen. Wir haben kein Geld. Wir müssen mal wieder was tun für unsere Finanzen. Für den Regen haben wir ganz schön viel Staub. Machen wir jetzt kurz zurück. Denn Stroh vernichten wir. Wenn der Anhänger nicht so viel würde. Ja, kein Zweck. Klappt mal zusammen und reparieren wir gleich. Traktor volltanken. Zum Beispiel. So, gehen wir jetzt mal Reparatur. Einer ist fertig. Ja, aber bin ich da. Wir überlegen. Unkoppiger Verbrauch angelegt. Irgendwo unkoppig. Blaue Feld jetzt 15. Schnell zum Hof fahren und gleich den Kapitän machen. Gut, gut, gut. Hoffe, der Ton passt. Wenn ich das sehen kann, ist so blöd. Ja, gut. Maestro. Und Spritze, wo ist die jetzt? Da.
Ja, die ist voll. Ja, das passt, der Gewicht hat gepasst. So, der knallt sich halt irgendwo. Ja, 15. Sind da vor uns. Schöne Mais, ne? Nächste Ding werden wir machen. Blocking. Ah, Blocking. Ah, keine Anmeldung kommt. Die Gras macht mir klappt noch, das läuft. So, da machen wir auch wieder das hier. Das Moos hier. So. Ist der Unkraut da, ne? So, mal gucken. Ups. 19 machen wir ja nicht. Wie man sieht, da wo schon reif ist, ist leider nicht vollgedüngt, aber der Rest wird geschafft. Nicht ganz so hohe Verluste, wenn wir gar nicht machen würden. So, wo will ich jetzt hin? Da bin ich in Kurse, da haben wir mich gelöscht. Kann man Regen aufhören, ne? Fünfzehn Minuten, das passt. Ja, das stimmt. Gut. Ja, da muss ein bisschen zurückfahren. Hexler weiß leider nicht Bescheid. Kann damit nichts anfangen. Der Klappweg hinter vorbeifahren. Ja, das hat man nicht perfekt, das ist alles so. Wir haben noch ein Zelt. Schauen wir nach jetzt. Bisschen Silage zum BGA. Das haben wir auch schon ein bisschen. Wie gesagt, sobald wir ein bisschen mehr Futter kriegen. Werden wir eine Kühe haben. Das läuft Unkrautbekämpfung. Des Weiteren beim nächsten Lied die Lage verlangt. Und wir sehen Gras auf Feld Nummer 21 aus.
Wir werden auch etliche Mengen an Heu rauchen, für mich oder? Und da brauchen wir noch einige, auch schon Lämpchen, ne? Also die sind hell. Mal schauen, ob wir Kriegsverkehr. Ich glaube, wir hatten irgendwie eine Lenkung nicht so gut. Warum weiß ich nicht. Kollege bei der Arbeit. Schön. Bremse. Mit der Silage können wir ein bisschen Geld verdienen. Das kriegen wir zwar erst in der Nacht, aber immerhin, ne? Fein, fein. Ich kriege erstmal gleich Geld bei der 17er Version. Heute ist es anders, falls wir das gesammelt und dann später überwiesen. Aber das ist gut für mich. Ich muss nur schauen, dass ich einen größeren Engel kriege oder einen zweiten. Aktuell. Gleich gucken, ob die Kühe genug Futter haben und Wasser. So, Vorhersage auch nicht mal für Sonne da. Ja, gut. Auch mit dem Ring behalten. Können wir gleich mal schauen, was wir an was wir im Lager haben. Weiz und Raps sind Restbestände, in Anführungszeichen. Futter 5500. Ja, Futter ist gut. Reifeisen 1500. Nicht schlecht. Aber aktuell haben wir Silage 250, Heu, Stroh, Dünger, Mist 0. Gärreste. Mit Gärreste kann man ja schön Mischgetreide. Nee, so haben wir gar nicht an Vorräte, leider. Können wir gar nicht mal so was verkaufen. Können wir nur über Kühe, über Dings machen. Milch noch verkaufen, glaube ich. Wir müssen erst fahren. Den Heu haben wir noch genug. Stroh auf. Ah, ich muss mir vorsorgen, ne? Dann nur gleich bei Gras nacharbeiten. Aber wir neigen uns dem Ende der Folge entgegen, ne? Ist ja einer so. Den Stamm rechts zur Seite, wo er nicht gehört.
Entschuldigung. So, hier noch ein paar Ecken nacharbeiten. Wer hat hier Geld bekommen? Mal ganz kurz gucken. Gefüllt 100%, das ist gut. Da haben wir schon eine Sorge weniger. So, Gras. 4 Stunden. So sehen wir nicht aus. Raps. Auch 4 Stunden. 10 Uhr. Und also gegen 14 Uhr müsste der Rest gut reif werden. Wenn er hinkommt. So, und die Verlaufung. Das soll es für heute gewesen sein. Würde mich freuen, auch beim Wiedersehen. Dann sagt mal Tschüss und den Winkel. Vertraut euch gerne. Hallo.